Und tau dann mal zu. Also herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute ist das Thema die Handschrift. Als Anlass habe ich genommen die Gestaltung eines neuen T-Shirts. Man sieht hier bei diesem T-Shirt handschriftlich denn man tau. Das T-Shirt dieses Jahres ist auch wieder handschriftlich gestaltet und deswegen habe ich gedacht, ich nehme das Ganze mal auf, speziell für den Blog kunstschön.de. Eine kleine Geschichte dazu, wie das Ganze entstanden ist. Im Laufe der Jahre habe ich viele T-Shirts gestaltet mit meiner Handschrift und dieses Jahr ist wieder ein T-Shirt in Arbeit und man kann schön verfolgen, wie der Schriftzug entstanden ist. Ich habe das Ganze aufgezeichnet. Das folgt also im Anschluss an diese kleine Einführung. Man kann sehen, wie in einer kleinen Demonstration an dem Wort Little, wie die Handschrift aufgebaut ist, die ich hier benutze. Zu dieser Handschrift kam es durch Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Kalligrafiekurse, die anregten, eine Kalligrafie des Alltags zu entwickeln. Und ich habe dann versucht, eine Handschrift zu gestalten, die extrem einfach zu schreiben ist. Der Hintergedanke war, wenn man eine Schrift hat, bei der die Bewegungsabläufe sehr einfach sind, kann jeder praktisch seinen eigenen Stil entwickeln. Das ist praktisch einmal die Grundlage. Das zweite ist, ich habe natürlich viele Leute bei ihrer Handschrift beobachtet und habe gesehen, dass unheimlich häufig abgesetzt wird. Bei dieser Schrift wird jedes Wort von Anfang bis Ende geschrieben und erst dann werden I-Punkte und T-Striche gesetzt. Das ist auch schon mal eine wichtige Maßnahme, um beim Schreiben in so einen meditativen Zustand zu kommen. Jeder wird merken, plötzlich müssen die Bewegungsabläufe wesentlich weiter vorausgeplant werden. Wenn man zum Beispiel jemanden, der immer nach drei Buchstaben absetzt, sagt, schreibt das Wort bis zu Ende, dann merkt man ähnlich wie bei einer Festplatte, die so ein bisschen stockt, dass diese Bewegungsabläufe gar nicht im Gehirn festgeschrieben sind. Also man muss schon ein wenig üben, bis man in diesen Schreibfluss kommt, wenn man jetzt also zum Beispiel besonders, wenn man längere Worte schreibt, das ist dann ähnlich wie beim vom Blatt spielen, während man einen Buchstaben schreibt, muss der Bewegungsablauf für die nächsten Buchstaben geplant werden. Aber das ist eine schöne Konzentrationsübung. Wie gesagt, als ich anfing mit der Schrift, überraschte es mich richtig, wie ich manchmal ins Grübeln kam, wie soll ich jetzt den Schriftzug weiter fortführen. Aber man kann natürlich auch, wenn man das gerne möchte, kann man natürlich auch beim Schreiben absetzen. Aber wie gesagt, dieser meditative Charakter ist natürlich stärker, wenn man den ganzen Bewegungsablauf praktisch verinnerlicht hat und dann umsetzt. Der charakteristische Bewegungsablauf dieser Schrift ist eine Auf- und Abwärtsbewegung. Wenn man zum Beispiel das Wort Little schreibt, L, I, T, T, L, E und dann den kleinen Bauch vom E ansetzen und den I-Punkt gesetzt.
von diesem Wort little ging ich praktisch aus und habe versucht, diesen Bewegungsablauf auch auf die anderen Buchstaben zu übertragen. Das ist natürlich nicht bei allen Buchstaben möglich, aber bei fast allen. Im Anschluss an diese kleine Einführung kommt jetzt ein Video oder mehrere Videos, wo man sieht, wie ich den Spruch mit Mang as Bloats do be für das diesjährige T-Shirt vom Alsterlauf schreibe. Danach kommen dann noch Fotos von T-Shirts aus den vergangenen Jahren. Ich habe eine kleine Gitarrenbegleitung eingespielt, die dann als Untermalung weiterläuft. Ja, das ist also eine praktische Anwendung. Man kann richtig sehen, naja, eins fehlt noch, das T-Shirt ist natürlich noch nicht fertig. Das werde ich dann irgendwann nachreichen. Das ist jetzt der 30. Alsterlauf und ich habe, glaube ich, seit 11 Jahren an der Gestaltung der T-Shirts mitgearbeitet. Die T-Shirts kann man, wie gesagt, jetzt gleich im Anschluss sich angucken. Das T-Shirt von diesem Jahr, das kommt dann in einem weiteren Video. Also viel Spaß! Kurz das Prinzip der Schrift. Wir reduzieren die Schrift auf die absolut einfachste Form und durch diese Zusätze wie beim E und beim T, hier der I-Punkt, dadurch entstehen die Buchstaben. Okay. Also ein ganz einfacher Bewegungsablauf und jetzt kommt mit Mang as Bloats do be. Ich versuche jetzt nochmal einen mit Mang. Achso, oh, jetzt habe ich es leider wieder mit T geschrieben. Nummer 1 mit D, Doppel D. Ja, jetzt habe ich hier nicht genug Abstand gelassen. So.
Ja. Das, okay, es geht los. Höher und schlanker.